Die Berichterstattung in den deutschen Medien über die inzwischen riesigen Krawalle in England sind eine Beleidigung der Intelligenz. Und nicht nur das, sie sind eine sehr gefährliche Beleidigung der Intelligenz. Denn hier wird extrem vereinfacht dargestellt. Es ist wirklich eine grobe Vereinfachung des Sachverhalts. Und das ist meines Erachtens sehr gefährlich. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Aber zunächst mal zur Berichterstattung. Was sagen die Medien überall hier in Deutschland? Und zwar, da gibt es jemand, ein Mensch, der ist in Großbritannien geboren, aber hat ruandische Wurzeln. Er hat drei Mädchen auf grausame Weise niedergestochen und das führte eben dazu, dass die Rechtsradikalen eben wütend sind und diese ganze Wut, dieser Zorn richtet sich gegen die Muslimen in England, in Großbritannien, inzwischen auch in Nordirland. Das heißt, sie greifen Moscheen an, sie greifen Läden von Muslimen an, etc., etc., obwohl die Muslimen eigentlich damit gar nichts zu tun haben, denn, wie gesagt, dieser Mann ist in Großbritannien geboren und hat Wurzeln in Ruanda, das heißt, ob er jetzt Muslim ist oder nicht, das ist gar nicht klar. Auf jeden Fall, das Ganze beruht auf ein Missverständnis. So ungefähr die Berichterstattung. Sie sehen, dass das Ganze ist wirklich eine extreme Vereinfachung und diese Vereinfachung ist meines Erachtens sehr gefährlich. Denn hier geht es natürlich nicht um diesen Sachverhalt ausschließlich, ja, ob der Mann jetzt aus Ruanda kommt oder Wurzeln in Ruanda hat oder nicht, sondern hier hat sich etwas entladen. Hier ist eine Explosion geschehen. Ja. Man sieht hier, dass sehr viele Menschen in Großbritannien zornig sind über die ganzen Zustände, über die Migrationszustände, über die unkontrollierte, über die illegale Migration, über die Kriminalität, ja, die dort riesig ist, ja, über die Wirtschaftslage, die außerdem noch auch sehr schlecht ist in Großbritannien. Und diese Mischung an Faktoren, das hat die Leute dazu geführt, die sagen, okay, das reicht, wir haben eine Regierung von Dilettanten, sie sind völlig unfähig, ja, und sie sind insbesondere unfähig, unsere Kinder zu beschützen. Und dagegen protestieren wir in einer Art und Weise, die ich natürlich schlecht finde. Also das ist natürlich Gewalt, was sie da sehen. Und inzwischen sind das Mobs, also das ist inzwischen nicht mal Mobs, ja, das sind eigentlich organisierte Krawalle, organisierte Gewalt, die sie in den Videos sehen. Und das ist natürlich wirklich unglaublich. Also das Ganze hat tatsächlich Züge eines Bürgerkrieges. Ja. Aber was ich so gefährlich finde, ja, an der Berichterstattung in Deutschland, ist, dass sie das alles im Grunde genommen darstellen wie ein Missverständnis. Ja. Okay, dieser Mann hat irgendwelche Wurzeln in Ruanda, aber hat eigentlich mit den Muslimen nichts zu tun. Das war ganz schrecklich, was er getan hat, aber wir wissen nicht, warum er das getan hat, ob er jetzt irgendwie geistesgestört ist oder sowas. Und diese ganzen Krawalle haben überhaupt keine Berechtigung. So wird das dargestellt. Und das erinnert mich so ein bisschen an anderen Situationen. Ich werde hier bewusst Beispiele nehmen, die jetzt nicht irgendwie aus dem konservativen oder aus dem rechten Lager kommen. Also zum Beispiel denken Sie zum Beispiel an die Entwicklung des Ersten Weltkrieges. Warum ist der Erste Weltkrieg entstanden? Und zwar aufgrund eines Mordes eines anarchistischen Serben an den Thronfolger des österreich-ungarischen Kaiserreiches. Ja, der hat ihn ermordet. Ja, und dann kam es eben zum Krieg zwischen Österreich-Ungarn versus Serbien. Und das führte eben dazu, durch diese ganzen Allianzen, die es da gab, führte eben zu diesem Weltkrieg, an welchem sich jeder beteiligt hat. Das Deutsche Reich, das Russische Reich, das Zarenreich, Frankreich, England etc. etc. Schließlich auch die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan. Das wissen Sie genauso. Aber überlegen Sie, damals hätten wir Medien gehabt, die so berichtet hätten wie jetzt gerade über England und bis 1918, das heißt bis zu den Verträgen von Saint-Denis und Versailles, hätten die Medien berichtet, ja, das war ein anarchistischer Serbe, der den Thronfolger Österreichs ermordet hat und das führte dazu zu diesen ganzen Kriegen, aber das Ganze ist ja gar nicht mehr rechtfertigt und so weiter. Das wäre völlig lächerlich gewesen, ja, dann jeder hätte gedacht, natürlich der Ursprung, ja, die Zündung des Ganzen war diese Ermordung des österreichischen, ungarischen Thronfolgers, aber das hat natürlich im Grunde genommen etwas explodieren lassen, was natürlich subkutan schon da war. Das heißt, diese ganzen Länder waren darauf eingestellt, auf einen Riesenkrieg. Es gab natürlich unglaublich viele Spannungen
zwischen diesen Ländern. Es gab Gebietsprobleme, Grenzprobleme, denken Sie nur allein an Elsass-Lothringen, das wollten die Franzosen zurückhaben, etc., etc., etc. Türkei mit den Russen hatten Probleme, überall gab es riesige Geschichten, ja. Die Engländer, die fürchteten um ihre Dominanz im internationalen Handel und deshalb waren sie sauer mit den Deutschen, weil Kaiser Wilhelm II. Eine riesige Flotte aufgebaut hatte. Das wissen sie alle selber. Das heißt, das sind die Gründe, warum es eben zu dieser unglaublichen Explosion gab und zu diesem Ersten Weltkrieg, ja, der planetarische Dimension hatte. Ja. Es war doch nicht der Mord des serbischen Anarchisten allein. Das Ganze war sozusagen die Initialzündung. Und das sehen wir hier auch in England. Das heißt, wir haben hier einen extrem grausamen Mord und da haben viele Engländer gesagt, das reicht. Ja. Das ist sozusagen... Das hat wirklich alle roten Grenzen eben überschritten und jetzt gehen wir auf die Straße. Das halten wir nicht mehr aus. Und da gibt es natürlich eine Mischung an vielen Gründen. Ja, es ist die Wirtschaftslage, es ist die Kriminalität, es ist die illegale Immigration etc. 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 Aber das ist sozusagen die Initialzündung. Das heißt, wenn jetzt die Medien herkommen und sagen, okay, das ist doch alles ein Missverständnis, das ist wirklich unglaublich. Das heißt, die halten die Leute für völlig desinformiert. Ja, und man kann ja jeder kann doch sehen in X, in Twitter, in Facebook und so weiter, was da abgeht da gerade in England. Ja, oder sie halten Leute schlicht und ergreifend für bescheuert. Die sagen, nö, das sind irgendwelche Rechtsradikalen und damit ist das Thema erledigt. Ja. Das heißt, es ist mal wieder die Rechtsradikalen, die Nationalisten, die da eben sauer sind, aber sie haben gar keine Berechtigung dazu. Also das Ganze ist wirklich unglaublich. Ich werde hier ein neueres Beispiel geben. Ja. Und zwar in Chile. Ich rede so oft über Chile, weil ich da herkomme. Ich habe da meine Schule gemacht und so. Da gab es riesige soziale Proteste von links, ja, damit sie nicht denken, okay, es waren linke Proteste, ja, im Jahr 2019. Und zwar, der Anlass war eine winzig kleine Anhebung der U-Bahn-Preise, ja. Und dort ist in dieser riesigen Stadt Santiago mit über 6 Millionen Einwohnern, ja, ist natürlich die U-Bahn unglaublich wichtig, ja. Und jeder muss wirklich viele Kilometer reisen quasi, ja, durch diese Stadt, ja, weil das eben, ja, das ist eine riesige Stadt und da wohnt über die Hälfte der Bevölkerung des ganzen Landes. Nun, diese winzig kleine Erhöhung der U-Bahn-Preise hat eben zu dieser riesigen Mobilisierung, die natürlich sehr stark gesteuert worden ist, ja, ich mache das hier simpel, weil das ein Riesenthema wäre, aber das hat eben den Zorn entzündet, ja, und die Leute haben gesagt, okay, jetzt protestieren wir, aber das ging doch nicht nur um diese Anhebung der U-Bahn-Preise, ja, der U-Bahn-Tickets, ja, sondern die Leute haben gegen alles protestiert, wogegen sie eben sauer waren, ja, und das haben natürlich die Linken sofort erkannt, die haben das mobilisiert und das führte eben zu unglaublichen, ja, Brandsätzen, es wurden Kirchen niedergebrannt, es gab Supermärkte, wurden völlig kaputtgeschlagen, ja, es wurde alles ausgeraubt, es war eine unglaubliche soziale Erhebung, die im Wesentlichen erst aufhörte, dann mit Corona. Ja, also dann kam natürlich die Corona-Zeit und dann da hat sich das Ganze beruhigt. Ja, aber das Ganze war wirklich unglaublich. Überlegen Sie dann, die ganzen Medien damals hätten berichtet, ja, wegen der U-Bahn, wegen den U-Bahn-Preisen, den U-Bahn-Tickets, ja, gehen die Leute wieder auf die Straße und so weiter. Noch Monate danach war das so. Und das waren noch Kämpfe zwischen diesen Demonstranten und der Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas und so weiter. Also das ging doch gar nicht mehr um die U-Bahn-Preise. Es ging doch um eine soziale Erhebung, die generell war, gegen alles, wogegen die Leute eben aus dem linken Lager tatsächlich sauer waren. Okay, und das Problem ist folgendes, warum ich das so gefährlich halte, ist, weil wenn man die Sachen so vereinfacht, so vergrobt, ja, so grob einfach darstellt, ja, dann werden nicht mehr diese Zusammenhänge gesehen. Ich werde hier Ihnen ein paar kurze Nachrichten, ja, aus Deutschland darstellen, damit Sie sehen, dass wir im Grunde gar nicht so weit weg sind von der Situation in England und so etwas könnte passiert. Die Deutschen sind natürlich keine Revoluzzer, die gehen nicht gerne auf die Straße, die machen keine Brandschatzungen und so weiter.
Also ist mir schon klar, dass die Mentalität anders ist. Aber wir haben ähnliche Zustände wie in England. Ja? Und wenn man nicht erkennen will, was in England passiert, dann könnte genau dasselbe in Deutschland passieren. Und warum? Weil die Politiker und die Medien vor allem eben nicht die Realität sehen wollen. Das ist, was ich so gefährlich finde. Ja? Zwei Nachrichten nur. Der 17-jährige Syrer, der am vergangenen Dienstag eine Familie in Stuttgart angegriffen hat, stammt wohl aus einer hochkriminellen Familie, die 2016 aus Syrien nach Deutschland floh. Das berichtet Bild. Das ist, lese ich aus dem Fokus gerade. Demnach ist die 14-köpfige Familie, ja, allesamt in Deutschland, in Stuttgart, mit insgesamt 110 Straftaten bei der Polizei registriert. Insgesamt sollen 10 der 11 Geschwister Straftaten begangen haben. Nur eine der drei Schwestern ist bislang nicht auffällig geworden. Das lesen die Leute, ja, und das ist genauso eine ähnliche Situation, gibt es natürlich auch in Großbritannien, ja, und die Leute sind wütend darüber, ja, die Briten, und die sagen, wie kann so etwas sein? Oder zum Beispiel hier, das ist auch T-Online, ja, sehr schwere dramatische Fälle. Berliner Charité verzeichnet Anstieg an Patienten mit Stichverletzungen, und da werden Statistiken gegeben, ja, dass die Anzahl von Leuten, die mit Messern angegriffen ist enorm angestiegen und so weiter, ja, und das ist ganz schlimm. Die Zahl der Patienten mit Stichverletzungen ist deutlich angestiegen, das sagen die ganzen Statistiken und so weiter. Das sehen die Leute und die lachen einfach gewissermaßen, dass man überhaupt so die Nachricht bringt, denn das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn jeden Tag es solche Berichte gibt, ist auch offensichtlich, dass dann eben diese Zahl steigt. Ja? Und die tun so in diesem T-Online-Bericht, als ob das Ganze völlig überraschend sei. Und dann nochmal eben zurück zu dieser Berichterstattung über England. Die sagen, okay, das Ganze ist so ein Missverständnis. Aber es ist eben kein Missverständnis, dass die Situation in Großbritannien explosiv ist. Und diese Situation ist auch explosiv in sehr vielen Ländern. Eben in Frankreich, in Italien, in Deutschland, in Österreich, etc., etc., etc. Und Sie sehen, diese ganzen linken Medienleute, ja, die wollen das nicht erkennen. Das heißt, wenn diese Leute damals 1918 gelebt hätten, die hätten wahrscheinlich noch nach 4 Jahren, nach Beginn des Ersten Weltkrieges, hätten immer noch gesagt, diese ganzen Kämpfe, diese ganzen Schlachten, die gerade stattfinden, die Isonzo-Schlacht, Falkland, was weiß ich wo, überall gab es ja Schlachten, auch Seeschlachten, ja, im Pazifik, ja, das ist alles Folge des Mordes des serbischen Anarchisten am österreichisch-ungarischen Thronfolgers. Das ist, was die da verkaufen wollen. Und das finde ich eine Beleidigung für die Intelligenz. Und diese Beleidigung ist gefährlich. Ja? Denn wir haben es tatsächlich mit Menschen, die die Meinung bilden, die Öffentlichkeit bearbeiten, die offensichtlich wichtige Zusammenhänge eben nicht darstellen wollen. Sie wollen diese nicht sehen, obwohl diese Zusammenhänge evident sind. Ja, man muss sich nur ein bisschen eigentlich mit den deutschen Nachrichten beschäftigen, ja, vielleicht nicht natürlich das, was da auf der ersten Seite der FAZ oder der Süddeutschen Zeitung steht oder der Tagesschau, damit man sieht, dass wir in Deutschland ähnliche Zustände haben wie in England, und es könnte zu analogen, nicht dieselben Verwerfungen, aber ähnliche Situationen kommen. Ja, das sagt ja schon länger die Polizei. Die Polizei sagt, sie sind im Grunde genommen nicht in der Lage, gegen diese ganze Kriminalität, diese Messerstechereien und so weiter von Muslimen anzugehen, die damals, als dieser Polizist Hoven, ja, niedergestochen, also der schließlich gestorben ist, hat damals die Polizei gesagt, also die Politik hindert uns eigentlich, das Richtige zu tun, um diese ganze Geschichte eben zu beenden. Und deshalb würde ich mir gut vorstellen, dass es im Grunde genommen in Deutschland zu ähnlichen Situationen kommt wie in England. Warum? Weil unsere Eliten oder unsere sogenannten Eliten und die Medieneliten, sagen wir, und die Politiker eben um die Dinge einfach die Realität nicht sehen wollen, wie sie eben ist.